Inzwischen ist Anzahl der Fälle dort gewachsen, hat sich in mehrere Rudel gespalten und letztes Jahr haben sogar 14 Wolfsfamilien Junge gehabt, die meisten in der Lausitz, in Sachsen und in Brandenburg. Auch dieses Jahr haben wir schon Rückmeldung. Es sind 33 Wolfswölfe in Deutschland nachgewiesen worden, davon 3 in Niedersachsen. Das ist das erste Mal nach 150 Jahren, wo in Niedersachsen Wolfswölfe geboren sind. Allerdings, unsere Jungen sind ein bisschen zu groß geraten. Sie wiegen um die 55 Kilo. Der wilde Verwandte in freier Wildbahn ist gerade halb so groß. Die Wölfe unterscheiden sich nämlich nicht nur in Fellfarbe und Augenfarbe, aber eben auch in der Größe und Gewicht. Je nördlicher, desto größer sind die Wölfe, je südlicher, desto kleiner. Wie bei uns Menschen schließlich ja auch. Die Norweger sind ja auch stammiger und größer als die kleinen Italiener. Genauso ist das bei den Wölfen. Der kleinste Wolf, der lebt in Indien, das ist der indische Wolf. Der ist nur ein bisschen größer als ein Fuchs, der wiegt zwischen 15 und 20 Kilo. Man hat vermutlich in den Jahren in Zoos und Wildparks russische, also sibirische Grauwölfe dazugekreuzt, vermutlich um schöne, stabile Tiere den Besuchern zeigen zu können. In diesen Rudel sind Tiere von zwei verschiedenen Altersgruppen. Der älteste ist hinten, das ist Shadow. Shadow ist 9 Jahre alt. Die anderen drei, die sind ein Jahr jünger. Kilo hat sich gerade mit versteckt. Man kann ihn eigentlich gut erkennen. Er hat sich vor ein paar Jahren ein kleines Schlitzohr geholt am rechten Ohr. Seine rechte Hand hier, Lobo, und der kleinste aus dem Rudel, kleine Rico. Wie gesagt, die sind alle ein Jahr jünger, die sind in Dürrbach-Beuk in der Nähe von München geboren. Ich habe sie bei Lufthansa als Handgepäck hierher gebracht. Allerdings hat er wirklich zugegeben, dass es Wölfe sind. Das hat die Sache viel einfacher gemacht. Wir hatten sie als Chefin und Maschine damals angemeldet. Sie waren eine Woche alt, Meerschweinchen groß, etwa halbe Kilo schwer. Also alle drei hatten genug Platz auf meinem Schoß in der Reisetasche. Warum wir die Wölfe mit Hand aufziehen? Gerade der europäische Grauwolf gehört zu den scheuesten Wolfsunterarten, was gibt. Weil hunderte von Jahren verfolgt, geschossen, vergiftet, auf vielen Plätzen unserer Erde ausgerottet und dann überleben logischerweise nur die scheuesten und vorsichtigsten Tiere. Der Wolf, der nicht scheu genug war, der lebt nicht mehr. Und diese lebenswichtigen Eigenschaften vererben sie auf ihre Nachkommen, auf ihre Welpen weiter. Man kennt das ja von anderen Zoos oder Wildparks, großes Gehege, Schild, europäische Grauwolf. Aber man sieht keine Tiere, weil sie irgendwo verkrochen sind und kommen es raus, wenn letzte Besucher Gelände verlassen haben. Wenn man sie mit Hand aufzieht, dann heißt das nicht, dass sie trainierbar oder dressierbar sind. Ich kann zum Beispiel keinen Wolf abrichten, dass er mal auf Schafe aufpasst oder ein Haus hütet. Oder kontrollierbar sind, auch nicht, im Gegenteil, alle Unfälle, die passieren, passiert in halbzahmen oder zahmen Tieren, weil der wilde Wolf verpflichtet ja wohl nicht kann. Es heißt nur, dass die Flugdistanz Menschen gegenüber nicht mehr da ist oder sehr gering ist. Und das macht Sinn, wenn sie lebenlang in Menschennähe leben sollen oder müssen. Dadurch hat das Vorteile vor allem für die Tiere, weil das Leben dadurch ziemlich entspannt ist, wie man sieht. Dadurch hat das aber auch Vorteile für die Besucher, weil man kann die Tiere beobachten, fotografieren, was auch immer, ohne die Tiere dabei zu stören, und es hat auch Vorteile für mich, weil wenn man die Tiere untersuchen muss, abtasten muss, medizinisch betreuen muss, wie impfen oder entwurmen muss, kann man es einfach individuell tun, ohne jedes Mal die Tiere narkotisieren zu müssen. Jede Narkose, jede Sedierung ist mit großem Stress verbunden und sogar mit ganz hohem Risiko, dass das Tier dabei sterben kann, gerade die Wölfe reagieren nämlich ganz, ganz empfindlich auf Narkosemittel. Also das ist gar keine Ausnahme, dass Tiere nach so einer Behandlung gar nicht